Ja, hallo zusammen zum nächsten Video. Wir wollen uns heute mal einen weiteren Höhenmesser bauen, und zwar einen digitalen. Und zwar, hier haben wir ein Bild davon, so soll das Ding mal aussehen. Das ist sozusagen die Anzeige der Höhe über Grund. Das machen wir digital, weil das ja kein Luftdruckmessgerät ist, sondern über Radar oder wie auch immer die Jungs das in realen Flugzeugen machen, realisiert ist. Das heißt, wir haben hier eine 7-Segment-Anzeige, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Und diese 7-Segment-Anzeige haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Das heißt, wir können bis zu 99.999 Fuß über Grund anzeigen. Das sollte für unsere Kiste reichen. Das wäre diese Grafik. Eine zweite Grafik ist das Segmentelement. Also das sind die waagrechten Segmente. Das brauche ich einmal. Und die senkrechten Segmente. Und die Dinger werden dann entsprechend hier so platziert, dass wir entsprechend die Anzeige machen können. Ich habe jetzt hier noch einen Code schon vorbereitet, weil es aus meiner Sicht keinen großen Sinn macht, dieses Ding hier euch vorzuprogrammieren. Und zwar habe ich die Segmentpositionen. Das ist so, dass ich im Prinzip die Pixel hier abgemessen habe, basierend auf dem Punkt links unten. Haben wir jetzt hier die einzelnen Segmentelemente dargestellt. Das wäre XY-Wert. Also das wäre hier, jetzt schauen wir mal, das wäre der hier, 8Y88, dann 8,44, 8,0, das wären diese Elemente. Dann haben wir 0,50. Und 4550, das ist der dann, 07 und 457. Also das heißt, ich habe sie durchnummeriert, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, macht in Summe 7. Dann habe ich noch eine weitere Matrix aufgestellt, bei der ich die einzelnen Nummern den Segmentelementen zugeordnet habe. Das heißt, wenn ich die 0 anzeigen möchte, brauche ich True, das wäre der da. False, das wäre der in der Mitte. True, ganz unten. Dann brauche ich True, das wäre der hier. Wieder True, das ist der da. Der True und der True. Das wäre dann die 0. Also hier einmal komplett rum. Und so habe ich alle einzelnen Zahlen, hoppla, einzelnen Zahlen 0 bis 9 entsprechend auf die True und False Werte gesetzt. Diesen Code werde ich einfach 1 zu 1 dann kopieren. So, dann bauen wir uns mal die Klasse. Hier machen wir das. New, na, Java Class. Das Ding nennen wir jetzt Alt Over Ground Control. In diesem Package packen wir das hier rein. Ansonsten gibt es hier nicht viel Neues zu sagen. Wir machen das genauso wie beim Höhenmesser auch. Also Extends, Instrument, Control und Implements, Savable und Clonable. So, dann brauchen wir die Imports und die abstrakten Methoden. Control Update machen wir so und den brauchen wir bis jetzt noch nicht. So, was brauchen wir dann? Unseren Konstruktor. Der wird genauso aussehen wie bei unserem Höhenmesser, das heißt, den können wir uns 1 zu 1 raus kopieren. Wir müssen dann hier halt nicht auf init Altimeter, sondern da schreiben wir uns dann eine eigene Klasse für init alt overground. So, unseren Konstruktor. Okay. So. Und den nehmen wir jetzt erstmal raus. Gut, dann taufen wir das Ding noch um. Jetzt haben wir unseren Konstruktor 1 zu 1 rauskopiert, weil das ja lediglich zum Aufrufen des Superkonstruktors existiert.
und dann können wir auch schon loslegen. Wir beginnen mit unserer Initialisierungsmethode. Das heißt public void init alt over ground und den rufen wir auch hier gleich auf, dass wir den hier nicht vergessen. So. Zur besseren Übersicht mache ich noch ein this davor. So, jetzt hängen wir mal unser Bildchen rein. Also this central instrument node attached child. This create absolute image name. Den müssen wir uns noch bauen. Hoppla. Da sind wir. Na, heute mag er nicht. Schmeißen wir den mal raus. So, jetzt. Public static final string. Die Kiste nennen wir jetzt image alt over ground instrument image alt over ground, ne? Instrument. So, den klauen wir uns jetzt und kommt hier rein und der Filename ist textures alt over ground alt over ground instrument.png. So, jetzt haben wir das. Dann brauchen wir mal überlegen. Ja, wir brauchen jetzt noch eine Hilfsvariable, die nenne ich jetzt mal float pixel reference instrument width, wo haben wir es, durch 700,0f. Das ist jetzt einfach ein Rechnungsfaktor, damit ich jegliche Breitenangabe 1 zu 1 übernehmen kann oder mit diesem Wert multiplizieren kann. Das heißt, ich kann die auf Basis des Originalbildes die Messungen, sprich die Anzahl der Pixel vornehmen und das mithilfe dieses Faktors dann umrechnen auf meine korrigierten Größen, die ich jetzt hier in meinem tatsächlichen Bildschirm dann habe. Das wird dann im Regelfall anders sein. Dann gebe ich jetzt mal eine Angabe an für die Digits. Das heißt, wie breit, habe ich das Bild hier noch? Nee. Wie breit ist so eine Zahl? Das Ding nenne ich jetzt Digit Width und da habe ich gemessen 83 Pixel mal Pixel Reference Float Digit Height, das sind 438 Pixel mal Pixel Reference. Dann muss ich noch schauen, wo ist die untere Kante meiner einzelnen Zahlen, float lower digit point ist gleich 18 mal Pixel Reference. Wer will, kann dann diese einzelnen Werte dann noch versuchen nachzuvollziehen. So, was ich jetzt noch brauche, ist die Länge eines Segments. Float Segment Length ist gleich, was habe ich da gemessen? Das waren 42 und das
Das waren 14, glaube ich. So, dann kann es losgehen. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Arrays hier, von denen ich von Anfang schon was erklärt habe. Pack mal die hin hier. So. Dann brauche ich jetzt noch ein Array, wo ich meine Bilder festhalte, also private picture zweidimensionales Array Segment Elements ist gleich new picture. So, schauen wir uns das Bild nochmal schnell an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Segmente. 5 Ziffern, also 5, und pro Ziffer haben wir 7 Segmente. So, machen wir noch kurz einen Import und jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir uns darum kümmern, die einzelnen Bilder entsprechend zu erzeugen. Und das machen wir im Prinzip, da, indem wir durch dieses Element durch oder durch diese Elemente durchgehen. Also for int i ist gleich 0. I ist kleiner this segment elements.length. So, das heißt, der Zähler geht uns durch die einzelnen Ziffern durch. For int j ist gleich 0. J ist kleiner als des Segment Elements von i.length, das wären die 7er, j++. So. Jetzt erzeuge ich ein neues Bild. Dazu überlege ich mir jetzt einen Referenznamen. Public static final string, das Image Segment und das ist gleich, da überlegen wir uns einen netten Namen, also Image alt over ground Segment underscore, weil die erweitern wir ja jetzt, es müssen ja ein paar mehr werden. Also, wir machen folgendes. This segment elements von i, j ist gleich new picture. Den Namen segment element plus i plus plus j. Das ist jetzt der Name. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir die richtigen Werte setzen. Also if j kleiner 3. Das heißt, gehen wir hier nochmal drauf. Wir haben gesagt, das ist 0, das ist 1, das ist 2. Das heißt, wenn wir kleiner 3 sind, brauchen wir so ein horizontales Element. Also, wenn das der Fall ist, dann sage ich, this segment elements von j. So, das kopiere ich mir mal, das brauchen wir noch ein paar Mal. Punkt set image asset manager. Dann holen wir uns jetzt unseren Namen textures alt over ground und jetzt segment horizontal. Da haben wir jetzt das richtige Bild geladen und jetzt sage ich hier setWidth, das ist segmentLength, es sitzt ja horizontal da, das halt, das habe ich im Speicher, setHeight, das ist segmentWidth. Okay. Gut. Das wäre das und für den Else-Fall sieht es im Prinzip genauso aus, nur dass ich jetzt hier
na, das Vertikale nehme und Höhe und Breite vertausche. Gut. Jetzt kümmern wir uns natürlich noch darum, dass unser Element attached wird. This Central Instrument Node attached child. Und hoppla, da brauchen wir dann dieses Bild. So, jetzt hängt es drin. Und das GUI Node attached child, this Central Instrument Node, da hängen wir es jetzt auch noch mit rein. Okay, das wäre jetzt die Anzeige all unserer Bilder. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir hängen jetzt in unserer Main-Methode mal, wo sind wir? Main, init, halt, das war nicht mehr da, das haben wir woanders reingehängt, hat control. Init hat Display String Register New Instrument. Genau, das rufen wir jetzt nochmal in der Main-Methode auf. Init hat. Wo sind wir? Hier. Wir machen jetzt ein neues Instrument. Und zwar New Altimeter Control. Das war der alte, den machen wir jetzt ein bisschen kleiner. 40 auf 40 und hängen den irgendwo ein bisschen links dran. Machen wir mal 160. Ja, das glaube ich dürfte okay sein. Alt over Ground Control. Na? So, Der fehlt uns hier noch. Control. So, da, da. Jetzt müssen wir von der Größe noch ein bisschen anpassen. Jetzt müssen wir nachdenken. Die Position ist, glaube ich, okay so. Breite 100. Schauen wir mal, ich glaube 20 müsste passen. Ich habe es 1 zu 5 gemacht. Okay, wir lassen es überraschen. Also, dann lassen wir das mal laufen. Wo sind wir? Run. Fullscreen brauchen wir jetzt nicht. Dauert ein bisschen. So, da ist er. Wunderbar. Was ich jetzt allerdings sehe, haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir sehen, alle Elemente sind links unten hingerutscht. Das ist natürlich klar, weil ich die Positionierung noch nicht richtig gemacht habe. Das habe ich jetzt übersehen. Ist aber kein Problem. Wäre noch schöner, wenn alles auf Anhieb klappen würde hier. Das wäre langweilig. Also, wir brauchen this Segment Elements von I und J. Set Local Translation. So. Fangen wir mal mit X an. This instrument nicht red grid pos, sondern left pos x plus, und jetzt muss ich den halt, den habe ich noch gar nicht, schauen wir mal, habe ich den?
Das war. Oh, da habe ich mich hier verhauen. Schauen wir nochmal. Ich habe hier einen falschen Wert eingegeben. Das müsste eigentlich, ich brauche. Ich habe 438. Ist nicht die Höhe, sondern der Punkt hier. Genau der, quasi der, das rechteste Element. Da bin ich verhauen. Das Ding nennen wir jetzt mal. Wie nennen wir es? Right Point. So. Plus genau diesen rechten Punkt. Dann ziehe ich ab minus i mal Digit Width. Das heißt, ich bin in diesem Punkt, das ist Digit 0, das heißt, ich ziehe gar nichts ab. Bei meinem ersten Punkt, sprich bei diesem Digit, ziehe ich den Wert ab und so weiter. So, dann haben wir den. Als nächstes hole ich mir meine Pixel-Referenzinformation. Das ist dieses hier, Segmentposition. Hier habe ich alle meine Positionen festgelegt. Und das ist J, weil das ja meine einzelnen Segmente eben da anstellt. Und jetzt brauchen wir noch zwei statische Werte. Public Static Final Int X POS ist gleich 0 und Y ist gleich 1. Das wären diese Spalten. Hier auf der 0. Position stehen meine X-Werte und auf der 1. Position meine Y-Werte. Wo sind wir? X POS. So, jetzt habe ich sozusagen die X-Position meines Elements mal Pixel Reference. Das brauche ich natürlich, weil ich diese Angaben oben in meinem Array von den Originalwerten her habe. So, dann brauchen wir den Y-Wert. Das ist this instrument lower pos y plus lower digit point plus jetzt brauchen wir diesen ganzen Kram wieder. Das da, aber jetzt nicht den x-Wert, sondern den y-Wert. Und z ist 0. So, jetzt müsste es eigentlich hinhauen. Lass uns überraschen. Jetzt müssten eigentlich alle Elemente rot sein und am richtigen Ort. Da sind sie. Wunderbar. Jetzt tun wir noch Folgendes machen. Wir setzen den auf 0 runter. Schauen wir nochmal. So, das sieht doch jetzt nicht schlecht aus. Gut, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Ich vermute mal, wir sind schon wieder bei über 20 Minuten. Das heißt, die eigentliche Anzeigemechanik von diesem Teil werde ich in ein eigenes Video auslagern, weil sonst werden sie zu lang und dann schlaft ihr mir ein und das will ich natürlich auch nicht. Gut, also bis dahin viel Spaß beim Nachbauen und ich hoffe, das nächste Video wird relativ schnell auch online stehen.